Machen wir uns mal Gedanken drum. Und sagt mir mal Bescheid, ob wir Alan Wake 2 zocken sollen. Wie gesagt, oh, Lime Rock Park. Wie gesagt, installiert habe ich es schon. War ja bei der Grafikkarte dabei. Wir hätten das schon vor 3 Wochen starten können. Aber ich bin mir noch nicht so schlüssig, wann, wie, wo. So, machen wir jetzt auch einfach mal hier Automatik, dass wir da vorankommen. Ah, so viel Kohle haben wir gar nicht. Das ist nicht gut. Da werden wir verlieren. Aber ja, sagt mir gerne mal Bescheid, ob ihr das sehen wollt, Alan Wake 2. Ich bin schon geil drauf, muss ich gestehen. Das Einsam war ziemlich cool. Schönes Horrorspiel. Also so Albtraum-Horror, wer es nicht kennt. Alan Wake ist ein... Moment. Hab Geduld. Studiere die Rennlinie des Konkurrenten und leg dir eine Taktik zurecht, um ihn zu überholen. Ja, kein Ding. Ich kenne die Rennlinie. Ist ein Schriftsteller, der eine Schreibblockade hat. Dann geht er in eine Hütte in den Wald, wie jeder gute Horrorfilm anfängt. Und versucht da ein Buch zu schreiben. Und da passieren Dinge. Und man ist dann auch so ein bisschen in seiner Fantasiewelt, ist man da stellenweise gefangen und muss da spielen. Ziemlich geil, ziemlich geil. Das Zweier, weiß ich nicht viel davon, ist natürlich wahrscheinlich das gleiche von Story her. Aber das soll halt grafisch voll der Renner sein, ne? Da können wir den schönen neuen Gaming-PC mal ans Limit bringen. Vermute ich mal. Vielleicht packt das ja auch so. Mal gucken. Das Heck rutscht immer gerne weg. Das reimt sich sogar. Da muss man vorsichtig sein mit so einem kleinen Pony. Oh, oh. Oh, geht. Bisher. Da oben die S-Kurve, das könnte ein Problem werden. Wenn es da gleich den Berg hoch geht. Da kann es schon passieren, dass man mit einem normalen Fahrzeug ein bisschen ausrutscht. Mit so einem heckangetriebenen Muscle Car. Na gut, aber da fehlt die Leistung tatsächlich. Horror, jawohl, siehst du? Ich habe einen Fan für ein Horrorspiel. Sehr gut. Sehr gut. Oh, okay, jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich dann tatsächlich doch erschrocken. Wer hätte es gedacht? Teufel. Ja, Mann. Horror. Töten. 666. Dreimal schwarzer Kater. Oh, oh. Warum bremst der da? Das war doch Absicht. Der wollte mich doch nur irritieren. Ach, guck mal. Wir haben in der ersten Runde schon die Zeit geknackt. Die gewünschte. Um 2 Sekunden. Alter Vater. Ja, wenn ich mir so die Trailer angucke von Alan Wake 2, dann ist das wirklich krass. Von der Grafik her vor allem, ne? Also beim 1er haben sie es ja cool gemacht. Da war ja dann halt auch ein echter Schauspieler, der dann so eine kleine Miniserie gedreht hat zu dem Film. Zu dem Spiel. Bevor das Spiel rauskam. Das war schon ganz cool. Und der hat dann auch stellenweise so Zwischensequenzen aufgenommen im Spiel. Das war eine coole Verschmelzung. Aber da das halt noch Xbox 360 Zeiten war, sprich, keine Ahnung, 2005, 2006 ungefähr,
Da hat man den Unterschied dann doch sehr schnell erkannt zwischen Spiel und Film. Aber der Trailer oder die Trailer von Alan Wake 2, da habe ich erstmal so gucken müssen. Also erst habe ich gedacht, jo, ist wieder ein Schauspieler. Oder wieder der Schauspieler. Ich dachte, jo, cool, zeig doch mal Gameplay. Und auf einmal merke ich, das ist Gameplay. Ich denke, was ist denn jetzt los? Das sieht ja richtig krass aus, ne? Und hab dann so von Digital Foundry gehört, dass das die Rechner ganz schön in die Knie zwingt, ne? Das Ding soll ganz schön Performance fressen. Was sitzt auf der Kugel? Brüllt und ist braun. Was ein... Ah, Kugelschreibär. Oder ein Hubschraubär. Bärbel. Was ist orange und wandert durch die Wüste? Eine Wanderine. Oh, übel, übel. Oh, ich habe letztens wieder so einen geilen Witz gehört. Aber mir fällt er nicht ein. Ich kann mir Witze einfach nicht merken. Also die guten. Die kann ich mir nicht merken. Es ist ja selten, dass ich, wenn ich alleine bin, lachen muss. Ne? Also innerlich, klar. Aber dass ich dann halt so richtig lachen muss. Und ich habe den gehört. Es muss irgendwas von Markus Krebs gewesen sein. Und habe so losgelacht. Ne? So richtig laut. Ich dachte, oh Gott. Wie geil ist das denn? Bertram, genau. Nee, nee. To that note, that that Moped so laut ist. Da kommt das her. Mit Hubschrauber. Bärbel. Bertram. Also das Auto lässt sich überraschend gut fahren. Ich bin fast schockiert. Aber ja, hat noch die Standardleistung, ne? Also nicht viel mehr als die Standardleistung. Da kann man die Hinterachse noch ein bisschen kontrollieren. Boah, ich bin 3 Sekunden schneller als der Nächste. Yeah, baby. Das kann man nicht lernen, das muss man mitbringen. Hört ihr das Reifengequietsche? Wie am Limit die Hinterachse ist? Das ist schon geil. Was waren das für Need for Speed, wo man den direkt als ersten fahren musste, den Mustang? Völlig überzüchtet, völlig schwer zu fahren. Oh, das ist schon lange her. War das nicht sogar das, wo man von der Ostküste bis an die Westküste fahren musste? Diese 8000 Meilen oder was das sind. Oder 8000 Kilometer. Was ziemlich geil war. Weil das war noch so ein schönes... ja. Arcade-lastiges Need for Speed mit vorgegebenen Strecken. Kein Open-World-Gedöns, wie sie in letzter Zeit da machen. Das war geil. Mir fällt nur der Name nicht ein. Ich weiß noch, das Cover war alles so im Orange-Ton, Orange-Kupfer-Ton gehalten. Aber keine Ahnung, man war halt auf der Flucht. Im Intro war das, glaube ich, so, dass man, dass es eine Verfolgungsjagd war, ne? Cops hinter mir dann quasi. Und dann hat er einen Unfall gebaut und ist dann durch die Straßen von L.A. geflüchtet im Dunkeln. Und ist, hat dann irgendein Auto geklaut. Und mit dem hat man dann angefangen von... von Westküste an die Ostküste war das, ja genau. Von L.A. nach New York zu fahren. Das war ziemlich cool.
keine Ahnung, wie das hieß. Nach Underground 2 war vorbei. Na, also da kamen noch ein paar gute. Ein paar gute. Aber Underground, ach Gott, wie ich die gesuchtet habe. Das erste fand ich noch besser. Allerdings war beim Zweier war das Drag Race Event war jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Beim Einser war es ja so, du bist auf deiner Spur geblieben, musstest halt im richtigen Moment schalten und im richtigen Moment das Nitro losballern und konntest per Antippen links oder rechts die Spur wechseln. Beim Zweier war das doch schon, dass bei den Drag Races die Spur nicht automatisch gehalten wurde und man musste selbst lenken. Was ja im Prinzip eine geile Sache ist. So mag ich das ja auch. Aber die waren dann halt so clever und haben dann Hindernisse auf die Straße gestellt, wo man dann immer drum rumfahren musste und kam dann ins Schleudern und wurde ausgebremst. Aber prinzipiell, ich habe alle Need for Speed gespielt. Alle. Absolut alle. Das allererste habe ich auf dem PC gespielt damals, auf meinem 80486 DX266. Sprich, der hat 33 MHz gehabt. Der CPU, ne? Und mit dem Turbo-Knopf, der da noch am Tower dran war, konnte man den auf 66 Hertz hochballern. Mit einem halben Megabyte RAM und so. Und da habe ich dann das 1er Need for Speed gespielt. Was ja noch 2D war, ne? Da war ja noch nichts mit 3D. Und zum zweiten Need for Speed hat mein Vater dann eine 3D FX Voodoo Karte gekauft. Also wer das nicht kennt, es gab Grafikkarten, ne, für normale 2D Berechnung, ne, einfach 16 Farben. Mehr war das ja nicht. Und dann konnte man zusätzlich eine 3D-Beschleunigerkarte kaufen. Da gab es die von Voodoo, die 3D-FX, und es gab noch einen anderen Hersteller, aber die weiß ich nicht mehr. Und wenn man dann Need for Speed 2 gestartet hat in 3D, da gab es dann immer halt die 2D-Variante oder die 3D-Variante. Und wenn man dann die 3D-Variante gestartet hat, dann hat der Chip auf dieser 3D-FX-Karte so laut geklackt, dass du gedacht hast, da wäre irgendwas runtergefallen. Aber der wurde dann halt einfach aktiviert. Und dann war in 3D. Echt geil. Echt geil. Das waren noch Zeiten. Und ich muss da öfter dran denken, deswegen fällt mir das jetzt auch so spontan ein. Weil... Was macht ihr denn da? Macht ihr Mini Cooper? Hoppala. Wow, wow, wow. Weil ich habe unten im Wohnzimmer habe ich einen Verstärker, ne, für die Surround-Anlage von Onkyo. Und der hat den Dolby Digital DTS Chip da drauf, der genau dieses Klacken macht, wie damals der 3DFX-Chip. Also das Ding ist schon verdammt alt. Das heißt verdammt alt, aber... Keine Ahnung. 14, 15 Jahre, wo ich den gekauft habe. Also ist es schon her, wo ich den gekauft habe. Und da gab es das zwar schon eine Weile, ne? Dolby Digital und DTS. Aber es waren halt noch diese Chips, so ganz fette Chips, die klacken wie so ein Lichtschalter eigentlich, den man
feste drückt, also so ganz schnell drauf drückt. Oder nee, besser, besser. Ihr kennt alle diese Verlängerungskabel für Steckdosen mit Überspannschutz, ne, dieser rote Knopf, wo die Sicherung drin ist und die kleine Lampe. Wenn man den so leicht berührend umswitcht, dass der so richtig klackt, wenn er an- oder ausgeht, so klingt dieser Dolby Digital Chip und auch damals der 3D-Fix Chip. Richtig krass. Ja, und dann, wenn ich dann YouTube gucke auf dem Fernseher, dann habe ich halt Stereo. Wenn ich dann auf Netflix gehe, dann habe ich Dolby Digital und dann macht es halt klack, bevor dann der Ton kommt. Und dann muss ich jedes Mal an diesen alten PC und an Need for Speed 2 denken. Damals. Und irgendwo habe ich sogar noch Need for Speed 1 für Sega Mega Drive rumfliegen. Wo hinten noch drauf steht, 99,95 Mark. Abartig. Aber ja, so viel zum Thema, die Spiele werden immer teurer. Nicht unbedingt, die waren früher schon teuer. Man muss es halt nur umrechnen. So, dann Sprit. Nehmen wir. Guck mal hier. Ah, guck mal, der zeigt mir dann sogar an, wie viele Boxenstops ich machen muss, wenn ich zu wenig Sprit mitnehme. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So. Nehmen wir. Nee, wir nehmen doch genug mit. Ich wollte gerade sagen, ein Müh mehr als wir brauchen. Um es ein bisschen spannender zu machen, ob wir ins Ziel kommen. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Man wird es ja gerade gehört haben, ne? Am Reifengequietsche. Mein Spritverbrauch ist, glaube ich, ein bisschen höher, als die das kalkulieren. Guck mal, wie schnell die sind. Warum? Oh, oh, aufpassen. Ja, komm. Hey. Oh, oh, also vorsichtig fahren hier. Müssen wir erstmal an der Masse vorbei. Vielleicht doch ein bisschen zu weit hinten angefangen. Also im mittleren Feld, aber gefährlich, gefährlich. Weil so viel Platz zum Überholen ist hier ja auch nicht, ne? Da müssen wir schon aufpassen, ob wir das innerhalb der 6 Runden hinkriegen. Schauen wir einfach mal, aber so viel Bremsfehler, wie die da machen. Guck mal da hin. Bye bye. Junimond. Vierter sind wir schon. Oh, guck mal, Zeus-Werther ist auf Platz 3. Ah, und jetzt ist er schon im Walking Dead. Nee, was hat er gezockt? Doch, Walking Dead, ne? Telltale Game. Siehst du, einmal gegen ihn gespielt und schon ist er als Gegner da. Aber auch als KI-Fahrer hat er keine Chance gegen Papa. Da. Lass mich vorbei. Deinem kleinen Camaro. Wow. Wo bist du? Da bist du.
Sag mir, wo bist du? Das ist Wahnsinn. Warte mal. Komm, komm. Jawollo. Wir kommen voran. Auch Stokiro ist aber... Das war schon immer ein schwieriger Gegner, ne? Wer das so die letzten Wochen und Monate beobachtet hat. Stokiro und DJ Bese. Die sind stark. Die beiden. Quasi ein Dream Team. Fünf Sekunden vor mir. Aua. Ist viel. Sollte ich mich vielleicht mal anstrengen. Noch drei Runden. Oh. Das wird eng. Das wird eng. That's what she said. Oh, 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 was? Was mache Sache? ...3,9... Vorsprung. ...3,6... ...3,3... ...3,2... Ja, weil los, Stokiro. Falschen Reifendruck oder was? 2,9. Aber ich fahre aber auch schneller, ne? Wenn ich mir mal so die Zeiten angucke. 2,4. Oh, die war gut. Gut genommen, die Kurve. Nicht perfekt, aber gut. So, Digga, ich sehe dich in deinem Z28. Geiles Auto. Ich habe das als Kind schon geliebt. Ich hatte das von Matchbox. Weil es ja auch in diesen 70er-Krimiserien immer dabei war. Ne, sei es die Straßen von San Francisco oder Cops hießen die, ne? Die Highway Patrol mit dem Estrada, ich weiß den Vornamen nicht mehr. Aber das ist gar kein Z28. Eine noch. Los, ein starkes Finish. Das war ein Hemi Cuda. This is your final lap. Aber so was von final. Whoa. Geil. Das war doch wieder erfolgreich hier. So, noch zwei Rechtskurven und dann haben wir es gepackt. Bin ich da richtig? Ja, doch, ne? Ja. Kurve Nummer 2. Oh, oh, oh. In dem Moment, wo ich gerade Gas gegeben habe in der Kurve, dachte ich mir, oh nein, mit dem Auto sollte ich da kein Gas geben. Und dann hat er auch schon angefangen zu rutschen. Ja. Gute Arbeit heute. Danke. Wir sind auf P1 gelandet. Jawollo, das war der Plan. Sehr schön. Good game, dankeschön. Das war echt nicht schlecht, ey. Büschen Bedenken hatte ich ja schon, ne? Dass das mit dem Vehikel da nichts wird, aber...
Gutes Auto, gutes Auto. Da war Ford noch gut. Danach kam die Zeit, fahr fort und mit dem Zug wieder nach Hause. So, dale. Dann würde ich sagen, machen wir Tuck für heute. Okay, Leute, dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.